Das, was jetzt kommt, ist wahrscheinlich der krasseste Prank, den ich je gemacht habe. Der das genehmigt hat, wird sowas von gefeuert. Mein Vater hat mich gestern angerufen. Mach das nicht. Das ist eine fucking Blamage. Ich weine gleich. Das wird so schlimm für mich. Ich bin richtig nervös. Ich jetzt wirklich so nicht mit. Machen wir uns gar keinen Stress, das ist ja alles nicht real. Ja. Wer meine Vlogs schon länger kennt, weiß, dass wir die dümmsten Sachen machen, die einem so einfallen können. Oh mein Gott! Hey, wow. Schau, dass der Penis nach oben zieht. Und da gibt es eine Person, die ganz besonders aus unserem Scheißhaufen heraussticht. Und zwar Malenchi, eine meiner besten Freundinnen. Die ist wirklich überall dabei. Also der kannst du sagen, kletter auf einen Schornstein und spring runter. Und sie macht das. Oder du ziehst dir ein Luftballon-Outfit an und schickst sie durch den Kakteenwald. Haben wir auch gemacht. Ich frage mich aber langsam, ob es irgendwas gibt, was sie nicht macht. Und bis jetzt habe ich das noch nicht gefunden. Aber ich weiß zumindest, was sie nicht kann. Das ist Singen. I can buy myself flowers. Bei ihr ist Singen generell schon so ein schwieriges Thema. I just wanna be okay. Deswegen dachte ich mir, was ist, wenn sie mal vom ganzen Land singt? Also habe ich meine Freunde eingepackt für einen kleinen Urlaub. Ihr fragt euch ja die letzten Wochen, wo wir hinfahren für die nächsten 3 Tage. Ich kann nicht mehr, ich halte mich schon fest. Okay. Sag's nicht. Wir fahren für die nächsten 3 Tage in die Alpen. Und zwar zum Red Bull Play Streets. Oh! Wisst ihr, was das ist? Nein. Siehst du den jemals singen? Red Bull Play Streets ist ein Event, wo die krassesten Freestyle-Skifahrer der Welt zusammenkommen. Die springen über Dächer, die machen irgendwelche Saltos. 10.000 Leute sind vor Ort, aber auch über 20 Millionen zu Hause von den Bildschirmen. Und da fragt man sich halt dann jedes Mal, wer eröffnet das Ganze mit unserer Nationalhymne? Oh. Das sagt nicht Malenchi. Nein! 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 Weiß sie das überhaupt schon? Nein! Und dann war es an der Zeit, Malenchi von dem Glück zu erzählen. Oh mein Gott, what the fuck? Ich hab grad einen Dreh. Rein schon würdest du denken, es ist ein Pornodreh. Ich denke auch jetzt, es ist ein Pornodreh. Das ist ein Sänger. Ein Musikvideo. Das ist ein Sänger. Alleine, dass Malenchi in einem Musikvideo mitspielt, ohne zu singen, ist, finde ich, schon eine Grenzüberschreitung. Die hat halt einfach im Musikbusiness nichts verloren. Ja, tschüss. Warum sind wir heute hier? Das wird ihr größter Albtraum. Das Ding ist, das findet ganz selten statt. Und man fragt sich natürlich jedes Mal, wer singt die Nationalhymne? Na, 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 wer denkt ihr denn, dass die Nationalhymne? Nein! Ich krieg Gänsehaut, nein! Hast du irgendwie nur so ein Kostüm organisiert oder so, dass sie auch noch muss? Ich finde, das passt ja perfekt. Achso. Na, there is no way, dass ich das dort oben anziehe. Nein, wir müssen das schon, also es soll ja irgendwie auch seriös sein. Like, willst du mich Der das genehmigt hat, wird sowas von gefeuert. Zeig's dir mal. Na bitte, zeig mir nicht Udo Jürgens, wie der das gerockt hat vor 20 Jahren. Udo Jürgens, wie der das gerockt hat. Aber nur weil wir jetzt ihr Talent nicht erkennen, muss es ja nichts heißen. Ihr Vater zum Beispiel wollte immer, dass sie Sängerin wird und der hat sich auch gefreut. Papa, jetzt bin ich da eingeladen, dass ich da die Nationalhymne singe. Du kannst nicht singen. Ja, dann könnte die Reise auch losgehen. Und weil uns, wie anderen Influencern auch, die Umwelt sehr am Herzen liegt, fahren wir bei solchen Reisen auch gerne mal mit dem Bus. Nach 5 Stunden Fahrt sind wir dann auch angekommen im wunderschönen Bad Gastein. Eine Stadt auf dem Berg. Keine Ahnung, auf welchem Berg. Egal, es sieht eh alles gleich aus. Irgendwie hat es sich auch angefühlt wie früher, so bei so einem Schulausflug. Also wir sind hier auf der Skiwoche. Und wenn ich einen Usch bei den Mädels im Zimmer sehe, dann spielt so Ramba Zamba und der fährt zu Furtham. Und um 9 Uhr höre ich eine Stecknadel voll. Mike hat der Kellnerin seine Nummer gegeben auf einer Serviette. Und sie dachte, es wäre Müll und hat es weggeschmissen. Was hast du geschrieben? Sag ich dir nicht.
Was? Jetzt ist nicht die Zeit zum Üben. Da ging es uns allen ja noch gut. Aber dann kam die schockierende Nachricht. Sie meinten auch, ESPN streamt. Der größte Streamingdienst in den USA. Streamt das Ganze. Das Nein. Aber keine Sorge, in den USA verstehen sie ja nicht, was du singst. Ja, aber Töne sind auf jeder Sprache scheiße. Verstehst du, was ich meine? Die haben ja ihre Tricks. Wenn es scheiße ist, dann cutten die in die Werbung oder so. Ja, aber wie peinlich ist das, wenn ich eine Land der Berge singe? Werbung. Komm, Alter, weißt du, was ich meine? Das ist ja noch peinlicher. Ja, und jetzt denkt man sich vielleicht im Fernsehen zum Affen machen, das kann doch jeder. Aber jetzt kommt der Clou in der Sache. Malenji wird zwar singen, aber das Publikum wird sie nicht hören und das Fernsehen wird sie auch nicht hören, weil es hat noch nie eine Hymne gegeben. Und es gibt auch heuer keine Hymne. Was? Ja. Was? Ich kann ja nicht zulassen, dass ich sie komplett gegen die Wand fahren lasse. Ich meine, da kann alles Mögliche passieren. Stell dir vor, sie kriegt einen Plattenvertrag. Denkst du, verkackt sie's? Ja. Also habe ich ein echtes Fernsehmikrofon besorgt. 1-2, Test. Warum liege ich im Kloboden? Nur, dass dieses Mikrofon nicht mit den TV-Kameras verbunden war, sondern mit der Kamera von meiner Assistentin Victoria. Jetzt denkt man vielleicht, das ist ein bisschen ein teuflischer Plan. Aber jetzt stell dir mal vor, wie lustig das ist, wenn sie da steht. Denkt, 25 Millionen Leute hören ihr zu und dabei werden sie nicht mehr die Leute, die vor ihr stehen. Also ich finde das witzig. Und Leon hat's auch gefallen. Bist du ein Wichser? Das ist ja insane. Also die wird da irgendwo zwischen den Leuten stehen. Und dann fängt sie mitten von Leuten an zu singen. Die werden sie alle angucken. Warum hat die ein Mikro in der Hand? Ja. Was genau tut sie da? Ja, gut zusammengefasst. Aber 20 verwirrte Leute sind auch immer noch besser wie 20 Millionen zu Hause vor dem Bildschirm. Die hätten nämlich dann auch das gesehen. Land der Berge. Weißt du, was Melanie dachte? Melanie dachte von der Hymne nicht, dass sie hier so dasteht und einfach singt. Sie hat eine Show überlegt. Sie hat ein Choreogramm. Das kannst du dir nicht ausdenken. Es reicht ja nicht, dass sich das ganze Land mit einer Stricknadel das Trommelfell rausholen will. Jetzt macht sie auch noch eine Choreo. Schaut euch mal an, was sie vorhandelt. Land der Berge. Wie machst du Söhne und Töchter? Söhne und Töchter. Übrigens, die anderen Leute, die dabei waren, die wussten noch gar nichts vom Prank. Die singt da, wirklich ist es ausgemacht mit Replay. Ja, nein. Nein. Ja, nein. Die haben ja auch ein bisschen leid getan. Die mussten sie nämlich die ganze Zeit beim Üben zuhören. Ganz kurz gestern, es ist so 1 Uhr irgendwas. Meine so, Hannes, tut mir richtig leid. Ich so, warum? Sie so, machst du die Hymne an? Land. Und wenn ihr euch jetzt denkt, wie schlimm kann es schon sein? Land der Berge, Land am Strome. Übrigens, der Tanz war echt. Die hat das ernst gemeint. Du kannst mir nicht erzählen, dass du das wirklich übst. Das kann nicht echt sein. Natürlich. Nein, du verstehst es nicht. Ich höre Land der Berge, denkst du, ja, ich habe auch zwei Berge am Arsch. Die teile ich jetzt mal her. Ich dachte, es ist normal, dass man sich denkt, als Performer, als Künstler. Aber doch nicht bei der Nationalhymne. Soll ich dir mal zeigen, wie du machst? Da fängst du halt auch echt an nachzudenken. So blöd kann ja niemand sein. Was ist, wenn die es die ganze Zeit schon gecheckt hat und mich jetzt verarscht? Es hat doch sowas Traditionelles. Ich finde auch. Aber er ist aus Afrika. Land der Berge. So geht's eigentlich. Aber ich muss Land der Berge. Weil so kann man es noch. Ich weiß nicht, ob es eigentlich so geht. To be honest. Machen wir uns gar keinen Stress. Das ist ja alles nicht real. Ja. Ich habe mich auch echt bemüht, das alles so realistisch wie möglich rüberzubringen. Ich habe sogar für so einen Knopf im Ohr so einen Funkspruch vorbereitet. Wir sind gleich. Marlene, bitte. Sie wird dann halt versuchen, auch mit der Regie zu kommunizieren, aber sie kann halt niemand hören. Wir haben auch Malenji gesagt, sie muss ein Video abschicken für die Regie zur Freigabe. Da, wo sie sich dann das erste Mal wirklich bemüht hat, bitte kurz Ohren zu halten. Die Hülle von mir muss es ja nur tun. Ja. Was hier oben abgeht, ist ja egal. Ja, da geht auch nicht viel ab. Was ist, wenn sie zurückkommt? Ich hab's voll gerockt. Boah, das war so gut, Mann. Ich weiß nicht, was da schlimmer ist, dass du am Ende dann denkst, okay, ich habe mich nicht blamiert, oder dass du die ganze Zeit so nervös warst für nichts. Ja, ich will jetzt nicht sagen, für nichts. Die anderen hatten einen schönen Urlaub. Über in den Alpen. Ja, und dann war es soweit. Der letzte Abend kam und man konnte richtig spüren, wie die Leute immer angespannter wurden. Sind das die Leute, die vorher die Hymne gesungen haben? Ich glaube schon, und meiner wird da auch. Du würdest ein bisschen schief hängen. Aus irgendeinem Grund ist deiner einfach nur ein silberner Stern. Immer mehr Zuschauer haben sich versammelt, die Kameramänner haben sich nicht bereit gemacht, mussten sie auch nicht. Aber ein Mädchen war auf dem Weg zum Auftritt ihres Lebens. Zumindest dachte sie das. Also ich wäre ausgerastet. Stell dir vor, du gehst den Berg hoch
überall siehst du schon Tausende von Menschen, die auf diese Weltmeisterschaft warten und natürlich auch darauf warten, dass du jetzt die Hymne singst, was natürlich kompletter Schwachsinn war. Da sind Weltmeister. Ski-Freestyle-Weltmeister. Und die haben sich für diesen Tag vorbereitet, jahrelang. Dann kommst du und singst deine Nationalhymne. An der Stelle eine kurze Warnung an alle Kopfhörerträger. Vielleicht lasst ihr die Kopfhörer an der Stelle drin, damit euer Nachbarn nicht denkt, die Katze verreckt. Und ansonsten viel Spaß. Okay, Marlene, kannst du mich hören? Ja. Daumen hoch. Wir beginnen mit der Hymne beim Countdown. So, Kamera A bereit? Ja. A24 auf 3. Moment, Kamera B. Okay, Marlene, cool bleiben, nicht nervös sein. Wir machen das. Ready? Ja. 3, 2, 1, wir sind live. Marlene, bitte. Ja, da muss ich auch zugeben, ist mir vielleicht die eine oder andere Träne sogar entwischt. So schön war das. Ich hätte nicht gedacht, dass du es durchziehst. Congrats on that. Danke. Echt krass. Irgendwie ur-surreal. Ja. Hat sich nicht real angefühlt? Nein. Also würdest du sagen, das hat sich richtig unreal angefühlt? Und was willst du hinaus? Das ist nicht dein Ernst. Sagen wir es mal so, die Hymne hat niemand anders gesungen. Weil die Hymne hat es hier noch nie gegeben. Und die gibt's auf Bayern. Willst du mich verarschen? Ich musste mir Marlenes Gesang geben. Und deswegen, weil du es geschafft hast, habe ich 1000 Euro für dich. Es ist okay, ich gebe es dir einfach. Es ist. Ja. Nein. Das heißt, du hast dich nicht blamiert. Ich habe mich fast angepisst. Yay, 1000 Euro. Meine Mutter sitzt vor dem fucking Laptop. Nein. Stunde und schaut sich das an. Im Endeffekt hat sich auch nicht viel verändert. Es ist, wie es ist. Malenji sagt es am besten. Ich sag's, wie es ist, Anni. Ist jetzt so, wie es ist. Und ich sage euch jetzt auch, wie es ist. Und zwar 2/3 der Vlog-Zuschauer haben noch nicht abonniert. Und die werden so einiges verpassen. Peace. Heimat bist du, großer Söhne und Töchter. Anweisungen übrigens mein Stiefvater. Nein! Du bist so ein fucking Genius, wirklich. Ich kann das einfach nicht. Der Typ hinter Max so, wer ist denn das Max so? Das ist Melanchi, die singt jetzt gleich so. Urstumm!